Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. My name is Carmen Kikikoetscher. I'm a setter for MTV Allianz Stuttgart. Hi, I'm Michaela Mlenková. I'm outsider for Allianz MTV Stuttgart and I'm 20 years old. Michaela Mlenková und Carmen Kikikoetscher gehören eher zu den ruhigen Typen im Team von Allianz MTV Stuttgart. Sobald die beiden aber auf dem Volleyballfeld sind, ist es mit der Ruhe vorbei. Mlenková ist eine der effektivsten und dynamischsten Angreiferinnen in der Bundesliga und zählt zu Europas Top-Talenten auf der Außenangriffposition. Zuspielerin Kikikoetscher hat nicht zuletzt im Pokalfinale ihre Klasse und Führungsqualitäten gezeigt. Mit ihrer Abgeklärtheit und Coolness war die 35-Jährige mitentscheidend für den Pokalsieg. Ganz so weit wie die beiden Profis sind die Nachwuchsspielerinnen vom Bundesstützpunkt zwar noch nicht, aber sie sind auf einem vielversprechenden Weg. Also ich muss sagen, sie spielen schon auf einem hohen Level. Das Niveau hätte ich nicht erwartet. Die Außen sind wirklich sehr gut. Ich habe mich auf die Zuspielerinnen konzentriert und die sind wirklich auch schon richtig weit. Und wenn sie weiter hart arbeiten, haben sie sicherlich eine Zukunft beim Volleyball. Unterstützt wird die Arbeit am Bundesstützpunkt unter anderem mit Einnahmen aus dem Allianz MTV Fanblog. Das Nachwuchsteam spielt in der dritten Liga und trainiert wird unter anderem sogar morgens vor dem Schulunterricht. Nach Einschätzung der Profis sollten sich die Jugendlichen bei der Trainingsarbeit vor allem auf eins konzentrieren. Wer hart arbeitet, kriegt irgendwann alles zurück. Üben, üben und nochmal üben. Viele Wiederholungen, konzentriert bleiben, dann wirst du besser. Und jetzt, in diesem Alter, sollten sie sich vor allem auf die Technik konzentrieren. Später ist es dann wichtig, viele Spiele zu machen. Über diese Erfahrungen lernst du alles über das Spiel. Aber jetzt geht es um die Technik. Julia Wenzel hat über den Bundesstützpunkt den Sprung zum Profiteam von Trainer Guillermo Hernandez geschafft. Neben den Bundesligaspielen konnte die 19-Jährige dabei sogar schon Erfahrungen in der Champions League sammeln. Mittelblockerin Helena Krenn könnte das nächste Talent sein, das vom Bundesstützpunkt-Team zu den Profis stößt. Ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Ziele. Viele sind noch im Sand, viele auch in der Halle. Es ist ganz unterschiedlich. Manche wollen dann in die Nationalmannschaft, andere in die erste Liga. Es ist ganz unterschiedlich eigentlich bei uns. Die Gegenwart von Allianz MTV Stuttgart ist mit bisher 2 Titeln in dieser Saison ja schon richtig gut. Und um die Zukunft braucht man sich bei dieser Nachwuchsarbeit wohl auch keine Sorgen machen. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart.